Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Car for Sale. Und heute geht's gleich los. Wir fahren dann gleich erstmal wieder rüber in die Nachbarschaft, vielleicht finden wir was. Und ich habe da von zwei eigentlich einen richtig guten Vorschlag gekriegt, um mal zu gucken, ob das was ausmacht. Also einmal Grüße gehen raus an Ahoy und an Retro Dave. Wir werden das beides probieren. Also wer sich die Kommentare durchgelesen hat, ich glaube, Ahoy hat gesagt, verkauft die Kisten am besten vollgetankt. Das könnte ja sein, dass es was ausmacht. Retro Dave hat gesagt, nee, mach das nicht, würde ich auch nicht machen. Und ich habe aber drunter geschrieben, ich kann ja beides probieren, mal gucken, ob man da eine Auswirkung hat oder einen Effekt oder so. Oder ob das was ausmacht. Gut, dann gucken wir gleich mal bei ihr. Okay, der ist nur schmutzig. 7000. Autsch. Nee. Also komm, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ist ein schönes Auto, könnte man bestimmt auch gewinnbringend weiterverkaufen. Aber das Geld. Ich glaube, hier bei ihr brauche ich gar nicht fahren. Boah. Das ist bloß, ja, der ist nur dreckig. 9. Oh Mann, jetzt. Oh Mann, ich könnte schon mal kotzen. Jetzt stehen schon. Das ist ein Drift-Auto, oder? Geil. Aber der kostet bestimmt auch ein bisschen. Alter, was? Ey, den kann ich mir nicht entgehen lassen, sorry. Aber für den Schaden, den der hat, warte mal. Hier ist jetzt einfach mal. Mach mal 950. Komm. Noch ein oder lass es. Oh. Gut, dann probieren wir 9. Aber mehr geht eigentlich echt nicht. Das ist kein akzeptabler Preis. Gut, pass auf, dann, weil du es bist, gebe ich dir einen Tausender. Leider bin ich nicht sehr flexibel. Ja gut, okay, dann ich kann mit ihm jetzt nicht noch machen, oder? Nee. Aber den muss ich mir mal merken. Also für 1000, wenn ich jetzt noch genug Geld übrig habe, würde ich ihn doch sogar mitnehmen. Dann der war schweineteuer, oder? Steht noch ein LKW. Was kann man denn hier alles verkaufen? Das ist ja echt übel. Aber der LKW ist doch bestimmt auch schweineteuer. Gut, okay. Naja, der wird bloß dreckig sein, denke ich mal. Ey, das ist ein bisschen beschädigt, ein bisschen lackiert. 3000. Also 3,8. Knapp 4. Warte mal, pass mal auf. Ich gebe dir 3,5. So macht man Geschäfte. Ich hätte bestimmt doch bei 3000 anfangen können. Dann nehmen wir jetzt den anderen doch noch mit. Warte mal, dann mache ich das hier aber anders. Ich fahre jetzt nicht mit dem. Sondern du kommst mal. Ich will doch nicht einsteigen, Mann. Achso, den kann ich wieder nicht wegschicken, oder? Doch, hier. Ja, du gehst einfach mal schon da hin. Jetzt hole ich mir den anderen auch noch. Da könnte man nämlich gucken, ich habe ja noch einen im Laden stehen. Ist ja Gott sei Dank noch geschlossen. Ich gucke mal bei ihm so schnell. Oder bei ihm, beziehungsweise. Aber ich glaube, ich nehme das Drift-Auto. Boah, Alter. Jetzt stehen ja so übelst geile Kisten rum. Also das wäre schon jetzt vierte. Ich muss es aber halt auch unterhalten können. Also quasi, ich muss ja noch... Leider muss ich ja noch waschen. Okay, bei 1,5 geht er nicht mit. Dieser Preis stört mich. Nur eine Minute. Es ist unmöglich. Es ist möglich, dass ich den Preis etwas flexibler habe. 1,8. So, komm. Nicht zufriedenstellend. Okay, pass auf, dann probiere ich es mit 1,675. Ansonsten haben wir verkackt. Boah, kacke. Mist. Aber gut, es sind nur 1,6. Ja, komm. Nehmen wir mit. Wir nehmen den mit. So. Nee, ich will doch nicht einsteigen. Du
gut, jetzt auf die hier. Und jetzt hole ich mir noch das andere, oder? Mit dem kann ich ja leider auch nicht mehr handeln, aber das ist nicht so schlimm. Ey, dann haben wir 4 Fahrzeuge, Leute. 4 Fahrzeuge. Jawohl. Ich weiß auch nicht, ob ich die überhaupt alle reinstellen kann. So, du warst bei 1-1. Ja, komm, nimm den mit. Alles gut. Gönn dir das. So. Dafür fahren wir mit dem jetzt aber auch nach Hause. Will natürlich nicht noch mehr kaputt machen. Die Radstellung ist schon mal übel. Bin bestimmt wieder falsch rumgefahren, oder? Obwohl ich jetzt die Bar. Also Driften in dem Spiel finde ich verdammt schwer. Oh, Kacke. Das Auto ist kaputt. Verdammt. Ach, Dreck. Shit. So, wie hole ich das jetzt? Blöd. Warte mal. Ne, das müssen wir anders machen. Gut, dann lass mal jetzt so stehen. Geht der wirklich nicht mehr? Nein. Nein. Tschüss. Ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Na gut, wir lassen den jetzt einfach hier stehen, oder? Ich hole den dann später. Pelle. Völlig zerstört. Okay. Gut. Was? Ich hab einen Skillpunkt? Echt jetzt? I? Oh, ich kann selber waschen. Nice. Jetzt geht's los. So, danke übrigens nochmal für den Tipp. Ich glaube, das war auch, der kam auch von Ahoy. Ey, wir waren so weit. Ich war so nah dran an der Tankstelle. Alter, nein. Oh, Kacke. Ich war so nah dran. Guck mal, nee, das Stückchen laufe ich jetzt. Also gut, da muss ich jetzt zugeben, da war ich jetzt ein bisschen zu übermütig. Aber kann ich das noch? Kann ich das ihm jetzt sagen, dass er mir das Auto holt? Nee. Was? Müssen ja Auto auf den Abstand. Wie soll ich denn mein kaputtes Auto... Das habe ich auch nicht verstanden. Wie soll ich denn mein kaputtes Auto auf den Abschlepper fahren? Das verstehe ich überhaupt nicht. Geht mir nicht in den Kopf, nein. Ist es jetzt eigentlich komplett tot? Na, warte, wir werden es ja gleich sehen. Ich habe ja noch, hier ins Stehen und 2 hier stehen ja da noch drin. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob ich die alle 3 zum Verkauf anbieten kann. Also wenn das 4 jetzt im Arsch ist. Das wäre natürlich blöd, weil dann wären 1000 noch was weg. Das wäre natürlich ein bisschen dämlich. Habe ich den Schwamm jetzt eigentlich einfach so? Ja. Sehe ich denn das, was ich hier putzen kann? Ach hier. Reinige das Auto. Ah, okay. Das ist ja geil. Es geht sogar übelst schnell. Das ist ja cool. Es geht sogar schneller, wenn du waschst. Also, danke für den Tipp. Und die XPs fliegen jetzt nur so rein. Das ist... Boah. Danke für den Tipp. Das hätte ich viel eher machen sollen. So, jetzt gehen wir mal rüber. Und gucken wir, was die 2 Fahrzeuge kosten. Und dann lassen wir mal eins reparieren. Ich gucke ja schon mal, welches günstiger ist. Gucken wir mal bei dem LKW. Der kostet 151, da können wir ganz geil machen lassen. Und dann haben wir hier noch eins. Und der ist bei 310. Ja, komm, los, ab geht's. Sind die alle fertig? Ah, ich habe vergessen, das Büro aufzumachen. Ne? Verdammt. Ja, jetzt gehe ich erstmal schnell auf den Schrottplatz. Mal hier noch die andere Einnahmequelle. Hier ist auch noch Schrott. Da ist das Auto. Da lag noch ein Kühler. So, dann machen wir jetzt mal das Auto platt. Ich hab das Bier immer noch einstecken aus der Ehenfolge. Auspuff. Okay, was hab ich jetzt gekriegt? Fix 10 Cars. Jawohl. Ich habe jetzt 10 Autos repariert. Also nicht ich, aber der Werkstatt. Ich habe es quasi in Auftrag gegeben. Ist eigentlich auch mal eine Möglichkeit, dass man das irgendwie schneller machen kann. So. Den Schwarzmarkt müssen wir eigentlich auch noch mal, aber ich hasse das, dass da die Mucke läuft. Aus der komischen Bar. So, ist aber egal. So, jetzt geben wir ihm den Schrott. Wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt Schrott 22. Na gut, pass auf, das machen wir jetzt. Obwohl, nee, ich brauche die Kohle jetzt gerade. Je nachdem, was noch an Lackierung dazu kommt. So. Sehr schön.
Okay, auch das mit dem LKW reicht mich schon drauf, ja. Der ist ja schon wieder übelst. Scheiße, aber man, das muss ich anders machen. Kann ich den irgendwie anders, weil der glitscht schon wieder hier übelst rein. Kann ich irgendwie an das Auto ran? So. What? Alter, du Bitch. Kann den aber auch nirgendwo anders hin transportieren, oder? Okay. Ach so. Ach so. Ah, okay. Da bleibt das bestimmt nicht stehen, oder? Ich finde das halt scheiße, warum drückst du den da so rüber? Ich komme doch hier niemals raus mit der Karre. Boah, ist das fett. Sehe ich das irgendwie? Wo stehe ich denn überhaupt? Alter, ich mach die Kiste doch nur noch kaputt, ey. Das ist echt ein bisschen blöd. Da kommt ja mal gefühlt. Na gut, das ist ein LKW. Oder beziehungsweise ein Transporter. Ja, doch, das zählt ja schon unter LKW bei der Größe. So, warte mal, den stellen wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob der wirklich am Laden stehen muss oder ob das auch reicht. Ey, bleib doch mal stehen jetzt. Ich muss jetzt mal gucken. Wenn ich den jetzt hier hinstelle und dann noch schnell putze. Ach, ich glaube, hier draußen wird er gar nicht erfasst, oder? Well, falsch gelenkt. Falsch gelenkt. Falsch gelenkt. Okay, das können wir für den Tag knicken. Mit hier irgendwas verkaufen. Ist aber nicht schlimm. So, was denn jetzt mal hier stehen? Jetzt hole ich mal den Schwamm raus. Sehr schön. 4 XP-Punkte gleich. Geil. Okay, hier ist sauber. Achso, das war's schon. Sehr schön. Reiben sind auch nicht dreckig. Gut. Dann zeig mir mal das Autopanel von der Karre. Ich hoffe, der ist jetzt nicht wieder kaputt. Ja, immer hier hinterlaufen, ey. Das ist furchtbar. So, Panel. Okay, also eigentlich müsste man noch lackieren. Kraftstoff sind noch 44. Das ist jetzt ungefähr die Hälfte. Die 44 sind noch die Hälfte. So, dann holen wir den anderen mal noch rüber. Und dann müsste ich mal zu dem... Ich fahre mal schnell zu dem kaputten. Mal gucken, ob ich den trotzdem noch her transportieren kann. Dann steht er wenigstens für morgen schon mal hier drin. Obwohl, hier ist auch nicht mehr so viel Sprit drin, ey. So, von wo bin ich jetzt gekommen? Ich bin von... Ich glaube, ich bin von da gekommen, oder? Nee, ich bin doch nicht am Dings vorbeigelaufen. Ja, ich bin von da gekommen. Da steht auch der Abschlepper, ja. Da steht er doch ein Qualmfrustchen. Ja, der wird bestimmt schön teuer beim Reparieren, ja. Gehe ich mal davon aus. So, steig mal aus. So. Auto 1. So, jetzt steht er wenigstens schon mal da. Reparieren kann man erst schmorchen. Ich würde sagen, da fahre ich jetzt so gleich mal schnell nach Hause mit der Bude. Und dann tun wir am nächsten Tag verkaufen. Jetzt habe ich natürlich den Automarkt oder verpasst, das wollten wir, glaube ich, die Folge eigentlich machen. Aber gut, ich wusste ja auch nicht, dass ich jetzt dann so eine Scheiße baue und dann das Auto gleich zersäge. Aber wir haben immerhin die 10
hinter der Bus gespart. So, schlafen wir eine Runde? Ja, gut, okay, minus 6000, das ist nicht so schlimm. Das holen wir nächsten Tag alles wieder rein jetzt. So, jetzt müssen wir bloß entscheiden. Ich würde ja eigentlich gleich mal den voll tanken hier. Aber wir bräuchten ja ungefähr was Gleichwertiges. Was mache ich? Putze den jetzt erstmal. Zählt das jetzt für das ganze Auto? Ah, okay. So, wo ist jetzt noch dreckig? Hier hinten war noch dreckig. Ey. Wo ist denn jetzt noch? Hier. Da ist noch ein Punkt. Okay, das war noch nicht alles. Wo ist es noch dreckig? Ach, und das meinte dann, also den ich jetzt frage, leider welchen Namen, ich glaube es, wie gesagt, es war Opa, das meintest du mit jedem Teil, ne? Solange wie du nicht die kompletten XP kriegst, ist die Karre halt auch nicht sauber. Okay, cool. Nice, das hätte ich echt eher wissen sollen. Und ich kann bestimmt auch jeden Tag die Kistenräder machen, oder? So, halt, warte mal, muss ich jetzt da lang oder da lang? Ich glaube, wenn ich jetzt hier rumfahre, komme ich da erst an der Tankstelle vorbei, oder? Weil tanken müsste ich das Ding noch. Dann würde ich nämlich versuchen, den gleich voll zu tanken. Ne, jetzt war wieder verkehrt rum. Ah, 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 ah. Obwohl, hier ist der Automarkt. Ja, doch. Stimmt, ich hätte andersrum fahren sollen. Aber gut, der Tank ist eh schon rot. Oh nein. Also die LKWs backen echt rum, muss ich sagen. Echt nicht schön. Toll. So, wie war das jetzt mit tanken? Ich hab das schon vergessen. Muss ich dazu aussteigen? Ah ja. Was? Ich kann dort keinen Kraftstoff hinzufügen. Bitte park. Und sie ja Auto und damit. Oh, ist das dein Scheiß Ernst? Warum muss jetzt ganz akribisch? Ey, weh, das reicht jetzt nicht. Alter, geht doch. So. Machen wir den jetzt voll? Der kommt ja eh nicht voll am Laden an. Ja, komm, wir haben jetzt hier... You refill a car. Okay, ich habe ein Auto vollgetankt. Sehr schön. Zurück. So, achso, warte mal, was war denn bei der Kiste jetzt eigentlich noch? Hier muss auch noch irgendwas sein. Ja, der ist doch, glaube ich, auch noch hier. Ja, den muss ich auch noch streichen. Also lackieren. Gut. Aber mal so eine blöde Frage. Dieses normale, wie das neu lackieren, das ist ja quasi ausschlaggebend dafür, dass er mehr Wert hat, oder? Guck mal, ach hier, ach nee, da steht bloß ein Müll. Gut, okay. Da hängt bloß ein Müllberg. Alles klar. So. Dann sprechen wir mal. Und wir machen mal. Achso, Quatsch, machen wir mal Teile. Von 170. Das lassen wir mal weg. Das können wir später machen, wenn wir hier noch Geld haben. So, dann brauche ich den jetzt gleich gegenüber. Achso, da muss ich auch noch gucken, was die andere Bude kostet. Erstmal mache ich noch Fotos von dem hier. Und dann wird er in Position gestellt. Schade, dass man jetzt die Türen nicht auflassen kann. Das ist ein bisschen doof. Finger. Das ist mir letztes Mal schon auf, also das ist mir jetzt noch nicht so auf, ich habe das letzte Mal zwar schon gesehen, aber wie gesagt, echt geil.
Der Finger, Alter. Herrlich. Ja, safe. So, Seitenfoto. Ich glaube, das ist okay. Ja, ich kann es mal ranzoomen, aber. Trotzdem doof. Ja, hier. Guck mal, dafür kann man das zum Beispiel auch ganz gut nutzen. Ja, Tachostand. Dann haben wir hier noch die schöne Felge. Dann nehmen wir noch von hinten. Aber nicht so, dass wir die LKWs mit drauf sind. Oder der Laster. So, genau. Und zum Abschluss nehmen wir noch die totale. Da jedes Mal. Irgendwas. Alter, jetzt ist mein Laden im Weg. Das ist ja echt heftig. Nee, das nehme ich nicht. Das sieht doch scheiße aus. Hat das mit dem Haus im Hintergrund fetzt eigentlich? Jupp. So. Gut. Räumen wir schon mal bei dem LKW den Müll weg. Steht er genau mit dem Rad da drauf. Herrlich. Steht er genau mit dem Rad da drauf. Ich muss ihn einfach mal so stehen lassen. Ich hab doch bestimmt auch ein cooles Foto. So, den hat man jetzt drin, oder? Wir können das immer für Ruhe öffnen. Den muss ich jetzt noch neu fahren. Dann muss ich mal rüber gehen. So, dann könnten wir probieren, den LKW zum Beispiel so genau in die Mitte zu stellen, zum Verkaufen. Aber den müsste ich ja auch... So, das könnte ich jetzt auch gleich über das Tablet machen. Genau, so, dann stellen wir den jetzt nochmal rein. Also der ist jetzt voll getankt. Genau. Du, das war's jetzt. Du... Dann save das hier. Dann der Heck. Der Heck vor allen Dingen. Dann der. Was hat man noch? Der Heck hatten wir doch schon. Was haben wir denn noch? Ich glaube, ich muss die Bilder auch mal löschen, denn ich komme überhaupt nicht klar. Mal zurück. Was haben wir? Also Front. Seite, Heck, Tacho und Reifen. Front, Seite, Reifen, Heck und Tacho. Dann haben wir ja alle. Ich glaube, da eins zu wenig gemacht. Das sind das ja 6 Fotos. Okay, cool, weiß ich Bescheid. So, der hat jetzt gekostet 1,8. Gehen wir mehr, das sind 9 runter. Ey, guck mal, das ist, der ist quasi in einem Top-Zustand. 92% Kraftstoff. Ich würde sagen, ich stelle den jetzt einfach so 6500 rein. Fertig. Zack. Bada bang. Mit dem Fiat noch keine Fotos. So, ach, die habe ich vergessen, oder? Scheiße. Die habe ich vergessen. Ich habe zwei hier vom Arsch gemacht. Von dem hier, oder? Glaube ich. Ja, muss reichen. So. Hier ist schon eine Kundin. Was ging? Ey. Wie nur Schaden. Sorry, aber da kriege ich Schnappatmung. Sorry, aber ein bisschen was entgegenkommen musste mir schon. Oh ja, oh, ich mach gleich 60.000 aus. Ansonsten kannst du gleich abtreten. Nee, tschüss. So, wie wird stehen drin für 4,5 oder so, ne? So, du? Ja, ich werde eine Minute.
Nee. Komm. Warte mal, du bleibst mal hier. Mit dir habe ich noch zu reden. Hallo. Oh, was ist denn das? Wie komme ich denn hier nicht weg? Ey, Alter, ich will mit dir nicht reden. Jetzt lass mich hier weg. Wieso kann ich denn nicht? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich komme von diesem Idioten nicht weg. Nein, Mann. Boah, geh doch. Toll, jetzt gehst du hoch, Alter, klasse. Nur wegen dem Sprung. Okay, dann muss ich eh noch putzen. Und lackieren müsste ich noch immer. Okay. Ist der bestimmt auch noch dreckig, aber. Aber wie man die Teile auch immer suchen muss, herrlich. Gut, der wird jetzt noch sauber sind. Ne? Aber wo ist denn der zum Beispiel noch dreckig? Ah, ja. Das war schon. Alter, jetzt fliegen ja die XP hier rein. Alter, das hätte ich ja wirklich mal eher wissen müssen. Nicht krass. So, alte Pelle, du bist jetzt sauber. Gut, dich müssen wir kurz markieren. Aber wie spackst du der Box nicht genauso rum? Ist es eigentlich immer noch, für was ich den gekauft hatte? Ich komme ja schon auch nicht mehr zum Verkaufen, aber das ist ja echt übel. Bleib mal da stehen. Ich gehe mal schnell auf den Schrottplatz. Weil sonst ist der Dach nämlich auch gleich wieder gelaufen. Aber gut, das könnte ich mir eigentlich auch noch zum Abendprogramm aufheben, ja. Da muss ich dann nicht so lange warten, bis das nächste Auto da ist. Warum kriege ich dafür eigentlich keine XP? Das ist doch wie ein Mechaniker, oder? Quasi. Dong, 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 dong. Barricades. Ja, das war's schon wieder mit dem Tag für heute. Dunkel. Ah, das ist verblieben. Ich habe nur noch nicht geguckt, wie teuer das bei dem einen Auto ist. Ah, Mist. Cheat, cheat, cheat. So, ja, das ist ein Schrott. Na ja, gut, aber dafür steht der LKW wenigstens schon mal in Position. Du brennst immer noch hier fröhlich vor dich hin. Kann ich dich schon mal putzen? Es gibt ja auch XP. Dem sieht man es auch richtig, ja? Also ich gebe dich nicht auf, keine Angst. Ich krieg dich wieder hübsch. Ich hoffe es zumindest. So, was ist denn hier aber? Gut, also manchmal muss man wirklich genau hingucken oder halt eben. Ja, so, was ist jetzt hier noch fällig? Jetzt gerade nichts hin. Bist du jetzt sauber? Oder habe ich mal was vergessen? Okay, mit einfach mal dranhalten, das ist ja auch nicht da. Na gut, wir können ja mal gucken. Ja, schmutzig ist auch nicht mehr, okay. So, na gut. Dann können wir jetzt eigentlich nur nach Hause fahren. Ich nehme jetzt aber. Oh, warte mal, wir haben noch Kunden. Drei Stück. Na toll, das geht ja. So, nimmst du den gleich für den Preis mit? Drei, vier. Na, aber du hättest doch mal kurz warten können. Du Donne. Ja, komm, wir lassen den Schuppen jetzt gleich auf. Ist egal. Macht ihr jetzt nicht zu.
geh jetzt vor Fuß, lass mal schlafen. Hä? Achso, dachte schon. So, null, null, null. Sieht doch wenigstens noch gut aus. So, Freunde, ich werde jetzt hier gleich mal eine kurze Pause machen. Also wir sehen uns dann das nächste Mal am Büro wieder. Ich würde sagen, das sollte jetzt für die Folge reichen. Cliffhanger. So, ich werde in der nächsten Folge mal gucken, was das Auto an Reparaturschaden kostet. Wenn ich es bezahlen kann, mache ich es natürlich gleich. Ansonsten müssen wir warten, bis wir mindestens ein, zwei Autos verkauft haben. Ist natürlich blöd, dass das Ding jetzt kaputt gegangen ist. Ist meine Schuld, ich kann halt kein Auto fahren. Aber sei es mal drum. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich bedanke mich für das Zuschauen bis zum Schluss oder je nachdem wie lange. Ja. Und bleibt so wie ihr seid und für den Rest wisst ihr Bescheid. Kostenloses Abo, Glöckchen, Däumchen, würde ich mich mega drüber freuen. Und genauso wie die ganze Zeit schon die Hinweise und die Tipps kommen oder die Ratschläge. Macht ruhig weiter so, ich werde das auch probieren. Ich versuche das auch mal dann in einer Folge hinzukriegen. Also nochmal danke an Ahoy und an Retro Dave. Wie gesagt, das machen wir dann in der nächsten Folge mit dem Verkaufstest. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.